Also ich erwarte das, dass erstmal wir das auf den Platz bringen, den Fokus bringen, der uns extreme Sicherheit bringt in den letzten Wochen. Das ist auf alles reagieren zu können, ob der Gegner jetzt hochpressen wird, ob der Gegner sich tiefer stellt. Wir haben bisher auf alles eine Lösung gehabt. Es ist total schwierig, finde ich auch, sich auf uns, wenn ich mich jetzt, das mache ich auch mal gerne, mich mal in so einen gegnerischen Trainerkopf reinzuversetzen, wie würde ich jetzt gegen Darmstadt 98 spielen. Finde ich, ist, glaube ich, momentan sehr, sehr schwierig, weil wir auf alles eine gute Lösung haben und vor allen Dingen eine große Sicherheit ausstrahlen in dem, was wir tun. Ob der Gegner, wie gesagt, jetzt hoch anpressen wird, ob der Gegner sich tief positioniert, ob er mit einer Dreierkette spielt, ob er nur mit einem Sechser spielt. Die Jungs haben eine totale Sicherheit. Und da liegt eben erstmal das, was ich von uns erwarte, dass da die Fokussierung da ist, morgen hier von Anfang an eben halt auch zu zeigen, hey, hier gibt es keine Chance. Also hier, egal wie der Gegner heißt, das wird morgen, müssen wir brennen auf dem Platz und müssen individuell alles rausholen. Und das ist die Erwartung, die ich an uns habe. Und an Fortuna Düsseldorf nochmal, da ist Naray, Ruven Hennings, Ioa, Zimmermann ist leider fällt mit Corona aus. Naray könnte hinten rechts spielen, Felix Klaus vorne rechts. Klarer Erstliga-Verteidiger in der Innenverteidigung, dann hast du linke Seite Kutris, Pettersson, das ist absolutes Top-Niveau, was Fortuna dort hat. Und dementsprechend nochmal, wird es für uns eine Aufgabe werden, aber die größte Aufgabe ist, dass wir in der Fokussierung bleiben, dass wir in der Sicherheit bleiben, dass wir wissen, was wir können und was wir ausstrahlen. Und die Ausstrahlung, die Haltung, die wir morgen bringen müssen, ist erstmal, Leute, hier Freitagabend, das ist unser Ding und das müssen wir zeigen. Also auch ein bisschen kämpfen, ne? Kampfmodus einschalten.